Weiter geht's bei Lethal Brothers. Immer noch bei diesem unsichtbaren Riesen hier. Ah, da! Speichert gehabt. Geiler! Ich weiß nicht, was dieses Geringe ist. Vielleicht ist die Turmuhr noch intakt. Kannst du vielleicht mal was richtig machen und dich nicht so dumm anstellen, wie ich dich die ganze Zeit steuere? Da kommt er schon wieder. Ja, du sagst es. Wenigstens sind wir einer Meinung. Aha, hallo Buddy. Der ist aber leicht. Maya. Wo ist denn die Herausforderung? Alila. Okay. Nayi, da. Nayi, bleib mal da. Aha. Die Katzchen leckt ein wenig. Naja, ist halt so. Müsst ihr mit leben. Nayi! Oh, guck mal, wie schön das aussieht. Aurora Borealis. Oder Aurora Australis? Ich weiß nicht. Polarlicht. Boah, hübsch. Vielleicht finden wir hier auch den Baum. Oder die Blätter vielmehr von dem Baum, die wir suchen. Naja! Wie? Tia Lila! Da hoch! Da! Na, Tia Ma! Tia Ma? Ja, na ja! Ila! Na, Ta Ma! Ma Badi, hier! Ah. Ja? Ah! Du bleibst schon zurück. Ich mach das schon! Was ist das? Eulen? Das könnte alles sein. Kannst aufstehen. Ich will da hochgehen. Warte, stopp! Da unten sind Eier. Ich kann bestimmt da oben lang krabbeln. Nein, bitte nicht. Bitte keine Spinne. Bitte keine Spinne. Was mach ich denn da? Ich mach mir Anlauf.
Reise, Reise, ja, natürlich. Okay, mit dem muss ich also Schwung behalten. Reiß! Mit dem muss ich Schwung behalten und mit der Lockkugel spielen. Haha. Jetzt das da. Also wenn man bis hier nicht gelernt hat, das Ganze zu koordinieren, hat man ein Problem. Das sage ich euch direkt. Ja, das ist ja so, ne? Das ist kacke, ne? Wenn dir die Beine ausreißt. Ich weiß, wie das ist, wenn man einem die Beine ausreißt. Das ist nicht so schön. Familiäre Bindung. Oh, das liegt daran, dass er rote Haare hat und ein Hexer ist. Das kann auch sein. Deswegen mag ich keine Spinnen. Genau aus dem Grund. Es sind doch alle Spinnen gleich. Aber wieder was gelernt. Spinnen einfach die Beine ausreißen. Da macht nichts mehr. Oh, ich muss es lenken, oder? Nein? Ich weiß es nicht. Halt dich fest. Ach, das ist gar kein Wasser. Weihnachtsbaum. Mit Lametta. Und eine Wohnung im Baum. Komm, ist kein Problem. Ich repariere dich. Okay. Nun gilt es. Ich glaube, unsere Reise nimmt langsam ein Ende.
Kein Problem, mein Bruder, ich rette dich. Aber nur, weil du mein Bruder bist. Ja, das sieht mir da richtig aus, doch? Ich glaube schon. Hat mehr Spaß gemacht als hoch. Naja. Hanno. Naja. Zaliaba. Naja. Naja. Wow. Das kam unerwartet. Ich habe mit dem üblichen Klischee gerechnet, dass dieses heilige Wasser da unseren Bruder rettet, aber offenbar nicht. Oh.
ehrlich. Das muss ich auch noch machen. Ehrlich bin. Ich glaube, damit hätte wirklich keiner gerechnet. Okay, dann erfüllen wir unsere letzte Pflicht und bringen unserem Vater das Extrakt oder das Serum. Und leider mit dem auf die traurige Nachricht. Über das Dahinscheiden seines Sohnes. Wow. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wenn ihr das selber spielt, das hat einen ganz anderen Einfluss auf euch, als wenn ihr das seht. Ich empfehle es nur jedem. Das ist Wahnsinn. Thank you.
Sie hat ihm bestimmt Mut gemacht. Das ist nur Wasser, du kannst das bestimmt. Weg. Nein, ich muss da irgendwo lang. Aber ich kann immer noch nicht schwimmen. Die Aktionstaste von dem Alter oder drücke. Ich muss hier noch halten. Der hat also quasi die Kraft von ihm übernommen mit. Deswegen war auch dieses Nagi da. Soll ihm wohl Mut zusprechen. Da sind leider auch meine letzten Hoffnungen erloschen. Dass der Bruder vielleicht doch noch lebt. Ja, ich werde wahrscheinlich irgendwo mitten in den Parts jetzt geschnitten haben, weil ich nicht weiß ganz genau, wie lange die Videos jetzt geworden sind. Deswegen wundert euch nicht. Aber ich werde den Part jetzt auch nicht noch schneiden, weil ich glaube, es ist recht bald zu Ende. Von daher. Unser Vater? Ja, ne? Ein zweites Grab.
Brothers. A Tale of Two Sons. Ein wunderschönes Spiel. Mit einem anderen Ende, als man es von Anfang an erwartet. Das einzige Fußkuddelmuddel von Fröhlichkeit über Humor, über Schadenfreude bis zur Trauer. Ich kann meine Worte nicht wirklich bündeln. Das Spiel ist Wahnsinn. Einige mögen jetzt vielleicht argumentieren, ja, es ist was kurz. Ja, würde ich auch so zum Teil unterschreiben. Aber mitunter liegt einfach in der Kürze die Würze. Ja, den Spruch habe ich schon häufiger gehört, aber egal, das ist ein anderes Thema. Das hatte für meinen Geschmack exakt die richtige Länge für ein Spiel solches Kalibers. Ja, das kann man nicht anders sagen. Es hat wirklich enorm Spaß gemacht. Und seltener hatte ich es, dass ich mich in ein Spiel so reinfühlen konnte. Also da haben andere Spiele nicht so mit meiner Psyche gespielt. Die musikalische Untermalung war einwandfrei, die Inszenierung, die Grafiken, das Gameplay war flüssig. Warum gibt es von solchen Spielen nicht mehr? Das Prinzip von einem Koop-Spiel als Einzelspieler umzusetzen, ist mehr als gelungen. Und ihr könnt euch sicher sein, dass wenn diese Firma, deren Namen ich vergessen habe, ich glaube Starbreeze oder sowas, thanks to friends and families for your support, wenn Starbreeze, ich weiß es nicht, ich glaube, die waren es, ein weiteres Spiel rausbringen, könnt ihr euch sicher sein, dass ich der Erste bin, der sich das zulegen wird. Oder 5 for 5 Games? Irgendeiner von denen halt. Wisst ihr, ich bin immer noch so ein bisschen daran am Klammern, vielleicht lebt der Bruder doch noch. Deshalb warte ich gerade die Credits ab. Es gibt vieles, was ich in dem Spiel noch nicht gemacht habe. Aber das ganz bewusst eigentlich, weil vielleicht kann ich dir auch den einen oder anderen dazu motivieren, sich das Spiel mal anzugucken, selber mal zu spielen. Es gibt auch einiges, was es zu erledigen gibt. Gerade Achievements, hey, vielleicht gibt es ja auch ein anderes Ende. Wer weiß? Ich weiß es leider nicht. Und ich wäre euch dankbar, wenn ihr mir das auch nicht spoilern würdet, weil ich werde das hundertprozentig nochmal spielen. Ja, ich glaube, es war wirklich 5 for 5 Games. Wahnsinn, wahnsinnig schönes Spiel. Unreal Engine, hm? Ja, wozu diese Engine nicht alles in der Lage ist. Ich klammer immer noch an diesem letzten Funken Hoffnung. Vielleicht lebt er ja doch noch. Was ist das für ein Ende? Ich meine, es ist schön, aber auf seine Art und Weise. Es ist ein nicht Happy End. Es ist ein Sadly End. Ein Sad End, aber... Wisst ihr, das ist genau das Problem, was ich gerade meine. Wenn ihr das selber spielt, wisst ihr, wie ich mich fühle. Vielleicht können es einige auch nachempfinden, weil sie es gesehen haben. Aber ich kann es nicht in Worte fassen. Es ist ein trauriges Ende, aber ich finde es schön. Aber es ist nicht schön. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Und wenn nicht, dann solltet ihr euch vielleicht das Projekt nochmal angucken oder selbst spielen. Wozu ich eher raten würde. Ist nicht zu teuer. Kann man sich durchaus auf Steam geben. Ja. Okay, Leute. Ich sage danke fürs Zugucken bei diesem Projekt Brothers, A Tale of Two Sons. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.